Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute blicke ich mal wieder zurück auf mein Lesejahr 2020. Es gibt für euch Tops und Flops, Statistiken, was ich für 2021 mir vorgenommen habe und auch natürlich mal wieder eine Auswahl von Versprechern des Jahres ganz zum Schluss der Episode, also so ein paar Blooper. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir wie immer mit meinen Statistiken an. Ich liebe sie ja sehr. Die beliebteste Episode von diesem Jahr war mein Lesemonat März 2020 mit 330 Downloads, gefolgt von dem Lesemonat April 2020 mit 312 Downloads und danach ist die Top 3 vollendet mit meinem Lesejahr 2019, was sich auch 305 Leute heruntergeladen bzw. angehört haben. Insgesamt wurden meine Folgen 50.257 Mal angehört. Das umfasst allerdings auch alle alten Episoden, also auch die Vorjahre sozusagen. Es ist jetzt nicht dieses Jahr entstanden. Dieses Jahr waren es so um die 8.000 oder sowas, 8.800. Und das ist auch ungefähr der Rahmen, wo es sich in den Vorjahren ungefähr bewegt hat. Also es ist wirklich ein Hammer für mich, wie viel auch teilweise auch alte Folgen gehört werden. Also so nachträgliches Hören und so weiter. Finde ich richtig, richtig klasse und freue mich da immer sehr drüber. Ich persönlich hatte auch eins der produktivsten, krassesten Lesejahre überhaupt durch Corona leider Gottes. Und zwar habe ich insgesamt 107 Bücher gelesen mit 44.002 Seiten im gesamten Lesejahr. Das sind im Schnitt 411 Seiten pro Buch und fast 9 Bücher pro Monat. Mit diesem Ergebnis bin ich wirklich super zufrieden. Es toppt alle bisherigen Lesejahre. Im Vergleich zu 2019 sind 37 Bücher und 16.652 Seiten hinzugekommen, was echt der Hammer ist. Ich finde auch 411 Seiten pro Buch beispielsweise und auch 9 Bücher im Monat, das ist wirklich ein totaler Rekord. Und es waren jetzt also nicht nur sehr dünne Bücher mit dabei, was eine hohe Anzahl erklären würde, sondern es war wirklich auch ein paar echte Schinken mit dabei und ziemlich gut eigentlich von der Durchschnittsdicke her, wenn ich mal so sagen möchte. Ich bin übrigens jetzt bei Goodreads angemeldet und dort gibt es ja auch mal so einen buchischen Rückblick. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, also es sieht total schön aus, aber es stimmt nicht mit meinen Statistiken überein, weil da wirklich auch Hörbücher nicht vernünftig getrackt werden und so. Also gerade die deutschen Hörbücher sind oftmals auch gar nicht vertreten und so. Also keine Ahnung, da habe ich auf jeden Fall deutlich weniger Seiten. Also ja, keine Ahnung, da sollte man jetzt nicht unbedingt reingucken. Noch ein paar mehr Details. Die Bücher teilen sich auf 44 Hörbücher. Das macht ungefähr 41,1% des Gesamtvolumens aus. Im Vorjahr waren es 36 Hörbücher und auch 51,4%, also gute 10% mehr. Ich habe 3 E-Books dieses Jahr gelesen. Das sind 2,8%. Im Vorjahr war es auch so bei 2,9% mit 2 Büchern. Und 60 klassische Bücher habe ich auch noch gelesen. Das entspricht 56,1%. Im Vorjahr waren es 32 klassische Bücher und 45,7%. Also deutlicher Shift, wie man sieht, auf normale Bücher. Das war auch tatsächlich mein Zieljahr. Ich habe ja dieses Jahr, wollte ich gerne meine Sub-Bücher reduzieren und ja, habe im Grunde nur 38 neue Bücher und Hörbücher als Rezensionsexemplare hinzugenommen dieses Jahr. Das sind 36%. Im Vorjahr waren es 25 Stück und auch 36%. Also da lief ja auch schon das Sub-Abbau-Projekt. Insofern habe ich mir da jetzt nicht ewig viele Bücher neu hinzugenommen. Ich gehe jetzt auch mit 4 Rezensionshörbüchern und einem Rezensionsbuch ins Jahr 2021, was für mich auch alles völlig in Ordnung ist. Was das Erreichen meines Sub-Abbau-Ziels angeht, so habe ich dieses Jahr wirklich alle Messlatten gesprengt. Meine Ziele lauteten Abbau von 15 bis 20 Büchern vom Stapel ungelesener Bücher und Abbau von 10 Hörbüchern. Meine Sub-Höhen lagen am Ende letzten Jahres bei 75 Büchern und 141 Hörbüchern. Und dieses Jahr bei 40 Büchern und 116 Hörbücher. Das berücksichtigt dann eben alle Zu- und Abgänge des Jahres, also wirklich ja auch die Rezensionsexemplare oder wenn ich was geschenkt bekommen oder gekauft habe. Deswegen habe ich netto 35 Bücher statt der 15 bis 20 abgebaut und bei den Hörbüchern 25 Hörbücher weggelesen statt den 10, die ich mir vorgenommen habe mindestens. Und ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsergebnis, bin total glücklich und ich werde jetzt im nächsten Jahr auch noch weitermachen. Notfalls halt bei den E-Books, also ich habe jetzt wie gesagt noch 40 Bücher. Ich hatte letztes Jahr unter Corona 35 Bücher netto trotz Rezensionsexemplaren etc. weggelesen. Ziel dieses Jahr ist quasi, dass ich bis 10 lese. Also alles, was unter 10 ist am Subhöhe, ist für mich völlig in Ordnung, auch langfristig. Deswegen kann ich theoretisch mir entweder Rezensionsexemplare bestellen oder eben auch auf die E-Books übergreifen, gesetzt den Fall, dass 2021 genauso abläuft wie 2020. Muss ja auch nicht unbedingt der Fall sein. Wäre tatsächlich auch ganz schön, wenn es nicht so wäre. Und bei den Hörbüchern würde ich ganz gern auf knapp unter 100 kommen oder unter 100 kommen, von den 116 eben. Und ja, und ich habe es übrigens 2020 geschafft, im Oktober
endlich mal gruselige Bücher zu lesen. Das habe ich mir schon jahrelang vorgenommen und habe es nie geschafft. Und ich habe auch sonst etliche Motto-Monate eingelegt, zum Beispiel den Muttertag im Mai, bei dem ich dann alle Bücher gelesen habe, die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, über die Zeit, die sich angesammelt hatten. Solche Dinge, das fand ich auch ganz cool. Meine Flops 2020. Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Relativ frisch noch in Erinnerung. Es war einfach super blutig und man hat sich, oder ich habe mich als Leser ein bisschen veräppelt gefühlt, weil halt irgendwie dann doch vieles gar nicht stimmte, was auf der Seite passiert ist und ich das dann irgendwie alles total übertrieben und unrealistisch und blöd fand. Dann habe ich Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer gelesen, auch als Hörbuch. Absoluter Klassiker in dem Finanzsektor. Ich fand es total dröge und tatsächlich habe ich mir durch andere Quellen die Inhalte und die Aussagen von ihm, die hier eher so ein bisschen wissenschaftlicher Natur aufgeschrieben sind, deutlich knackiger und cooler irgendwie vorher schon reingezimmert. Also das, ich fand es nicht, weiß ich nicht, vielleicht als Buch, wo man noch Sachen unterstreichen hätte können oder ähnlichem, ist es vielleicht, wäre es cool gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt halt die Inhalte mittlerweile auch auf anderem und mehr unterhaltsamen Wege irgendwie. Ich bin halt kein Freund von so Büchern, wo du so wahnsinnig viel Energie reinstecken musst, um was zu lernen, sage ich jetzt mal. Also war nicht meins. Dann Zero von Mark Ellsberg. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe, aber fand ich auch nicht gut. Das war halt so ein bisschen so ein riesen Charakteraufbau. Also ganz, ganz viele Leute, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Schlussendlich hat es mich aber nicht berührt. Also es war, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen belanglos. Dann habe ich noch einen Flop, das ist Mond Silberlicht von Mara Wolf. Das war tatsächlich auch was meine Mutter mir mal geschenkt hatte. Das war sogar noch ein Buch aus dem Selbst-Publisher-Verlag, also selbst veröffentlicht. Ganz interessante Format sozusagen. Aber das hat mich auch null gepackt. Also ich fand das wirklich klischeebeladen, schlecht geschrieben und die Beziehung zwischen dem Liebespaar sozusagen auch überhaupt nicht erstrebenswert. Also das war für mich tatsächlich ziemlich eher Flop dieses Jahr. Und die haben tatsächlich alle Bücher, die ich jetzt gerade genannt habe, haben von mir 2 Sterne erhalten. Meine Tops 2020 waren zum einen Kryptos von Ursula Poznanski. Das war ja das Rezensionsexemplar, was ich jetzt im Dezember gelesen habe. Ich fand das wirklich super spannend von der ersten Minute an. Plausibel und ja, einfach ein tolles Feeling, so ein bisschen Erebos-like. Also wer Erebos von derselben Autorin gehört und geliebt oder gelesen und geliebt hat, der wird bei Kryptos, glaube ich, sehr, sehr happy. Fand ich echt gut. Dann habe ich einen Mann namens Ove, von Frederik Backmann gehört dieses Jahr. Und muss sagen, von dem Autor möchte ich noch mehr lesen. Ich fand das wirklich berührend. Es hatte Humor, es hatte traurige Stellen. Es war wirklich bittersüß und ganz berührend. Wirklich einfach nur berührend. War super gut geschrieben. Also da, wie gesagt, möchte ich gerne nächstes Jahr vielleicht zum Beispiel Britt-Marie Wahir lesen. Oder auch seine Reihe, die Beartown-Reihe, glaube ich, heißt sie. Also mit, oh Gott, kleine Stadt, große Träume und so. Da wird auch eins jetzt als Taschenbuch erscheinen, was ich auch nochmal nachher nennen werde in den Neuerscheinungen, die mich besonders interessieren. Der nächste Top-Read aus dem Jahr 2020 ist die Nevernight-Trilogie von Jay Kristoff. Auch das waren Rezensionsexemplare aus dem Argon Verlag. Nevernight, die Prüfung, das Spiel und die Rache fand ich großartig. Das sind auch teilweise Bücher, die wirklich sehr, sehr lang sind, aber es ist ganz toll gelesen und es ist auch kurzweilig. Also es ist wirklich spannend. Ich fand das zweite Buch am allerbesten und es ist halt High Fantasy rund um eine junge Protagonistin, die ja in einer anderen Welt als wir leben und deren Eltern ermordet wurden und die sich jetzt rächen möchte, indem sie sich zu Assassinen ausbilden lässt. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut und kann das nur empfehlen. Was ich auch sehr gut fand, war Laufen, Essen, Schlafen von Christine Thürmer. Das ist so eine Art Reisetagebuch. Sie war und ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hat dann quasi alles hinter sich gelassen und ist die 3 großen amerikanischen Trails gelaufen oder gewandert und erzählt hier dann sehr, sehr detailliert auch davon, wie das alles so ablief und wen sie auf dieser Reise alles getroffen hat und so. Und das fand ich einfach total inspirierend, weil ich auch gerne wandern gehe und das hört sich so cool an, irgendwie mit, weiß ich nicht, sich ausrüsten und dann wirklich, ja, ich glaube, teilweise ein halbes Jahr ist sie dann unterwegs gewesen, also am Stück. Und das fand ich super, super spannend und inspirierend. Und es war auch gut geschrieben. Ein weiteres Highlight 2020 war Der Zopf von Letizia Colombani. Das hatte ich von meiner Mutter irgendwann mal geschenkt bekommen, habe es ewig nicht gelesen. Und erstmal ist es wunderschön, es hat so ein schönes Cover.
Und zweitens war es auch von der Geschichte her sehr, sehr cool. Da ging es eben um drei verschiedene Frauenschicksale und wie die eben miteinander verflochten sind. Tatsächlich auch ging es um Haare. Also hat alles irgendwie super rund zueinander gepasst und hat mir wirklich gut gefallen. Unter anderem auch deswegen, weil ja die Geschichten sehr, sehr unterschiedlich waren, der drei Frauen. Also es gab sehr unterschiedliche, ja, Dinge, die sie bewegt haben und die ihnen wichtig waren. Dadurch hat das Ganze eine sehr große Tiefe bekommen und es war auch gut geschrieben. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, da hatte ich eigentlich gar keine großen Erwartungen drin und wurde total positiv, wie gesagt, überrascht, war Das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz. Ist auch noch nicht lange her, dass ich es gehört habe. Ist ein Hörbuch gelesen von Johannes Steck und ist ein Sherlock-Holmes-Fall. Und zwar so gut kopiert vom Schreibstil her, dass ich echt gedacht habe, das könnte sogar ein Original gewesen sein. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also es war ein schöner, in sich gut geschlossener Fall, der, wie gesagt, komplett im Arthur Conan Doyle-Stil erzählt wurde und es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, war fast wie das Original. Und ich habe dieses Jahr die Todesreihe von Andreas Gruber für mich entdeckt. Ich habe dieses Jahr auch alle Bücher gelesen, die aktuell draußen sind. Das sind ja 5. Das geht los mit Todesfrist, Todesurteil, Todesmärchen, Todesreigen, Todesmahl. Das 6. kommt nächstes Jahr raus. Ja. Und möchte ich auch definitiv weiterlesen. Die sind eigentlich immer auf so Dreierbände ausgelegt. Die ersten drei Bände sind ein Zyklus und die nächsten drei Bände sind auch wieder ein Zyklus. Und hat dann quasi über diese drei Bücher jeweils einen Handlungs- und Spannungsbogen wohl. Aber ja, ich fand die eigentlich alle gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, am besten fand ich den ersten. Der war wirklich super spannend und auch mit einem der krassesten Mörder sozusagen ausgestattet. Das sind alles Thriller bzw. Krimis. Da geht es auch um ein sehr cooles Ermittlungsteam. Sabine Nemetz, die über alle Leichen geht, weil sie eben gerne ins BKA möchte. Und eben ein erfahrener Profiler, Martin S. Snyder. Und der hat halt irgendwie Clusterkopfschmerzen und ballert sich deswegen immer Joints rein und ist es allgemein auch ein eher Misanthrop, sag ich jetzt mal, und lässt das halt voll raushängen. Und die beiden zusammen sind aber wirklich super zusammen. Und obwohl es ab und zu mal so unrealistische Szenen gab, wo sich die Ermittler wirklich, also sie müssen natürlich jedes Mal, haben sie sozusagen Angst um Leib und Leben oder müssten es eigentlich haben. Und jedes Mal schaffen sie es irgendwie immer, sich rauszuwinden. Und ja, wie gesagt, das war ab und zu mal ein bisschen unrealistisch, aber es ging noch. Und ja, Todesmärchen fand ich auch sehr gut. Das war der dritte. Also die hatten alle interessante Fälle eigentlich. Und auch vor allen Dingen auch der Handlungsbogen, der sozusagen die Charaktere grundsätzlich weiterentwickelt, der war halt auch nicht unterrepräsentiert. Insofern, das finde ich auch immer ganz gut, wenn jeder Fall für sich stehen kann, aber auch insgesamt eine Entwicklung stattfindet. Und immer wieder was Neues, Spannendes passiert. Also das ist hier absolut der Fall. Und ja, das waren auch Rezensionsexemplare aus dem Goldmann Verlag. Kommen wir nun zu meinen Lesevorsätzen 2021. Ein paar habe ich ja schon erwähnt. Also ich war, wie gesagt, mit dem Lesejahr 2020 mehr als zufrieden. Ein bisschen hoffe ich trotzdem drauf, dass 2021 fürs Lesen weniger gut wird und dafür aber die sozialen Kontakte wiederhergestellt werden können. Aber da werde ich mich tatsächlich noch sehr in Geduld üben müssen. Trotzdem, ja, wenn es so wird wie 2020, ich habe nichts dagegen. Gleichzeitig, wie gesagt, wünsche ich mir auch mehr soziale Kontakte. Aber zumindest, und da gab es ja solche und solche, also es gab Leute, die wirklich ganz, ganz wenig gelesen haben 2020 wegen Covid-19 und andere, die das eher nochmal beflügelt hat. Ich habe halt zum Glück eher zu denen gehört, die sich eher dann in Bücher geflüchtet haben, statt irgendwie da gar keinen Kopf für zu haben. Ja, insofern, ich hoffe, dass 2021 das Ende des Projekts Subabbau für den Stapel haptischer Bücher einläutet. Wie ich schon erwähnt habe, von den aktuell 40 ungelesenen Büchern möchte ich auf unter 10 ungelesene Bücher kommen bis Ende des Jahres 2021, weil ich mit dieser Zahl eigentlich prima auch dauerhaft leben kann, habe ich auch gar kein Problem mit. Und ich habe für 2021 bereits etliche interessante Rezensionsexemplare im Auge, die ich mir auch nicht verwehren möchte. Und ab 2022 kann ich dann ja vielleicht meine E-Books abbauen oder halt mich endlich mal in den Bücherhallen in Hamburg anmelden. Das ist so ein Bibliotheksverbund. Ab dann lohnt sich's erst wieder, finde ich. Also jetzt aktuell, die letzten Jahre ja im Grunde auch, habe ich gedacht, nee, das macht gar keinen Sinn, weil ich so viele ungelesene Bücher hier habe. Die müssen erstmal weg, bevor ich zu neuen Sachen greife. Und ja, das wäre dann ja Status quo, wenn das so klappt, wie ich mir das vornehme. Deswegen, wie gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, ab 2022 dann
eher auf E-Books zu gehen und vielleicht mich auch nochmal in den Bücherhallen anzumelden. Oder Tauschticket mehr zu nutzen. Das mache ich in letzter Zeit auch relativ wenig, aber könnte ich mir gut vorstellen, wieder in Zukunft zu machen. Die Hörbücher sind für mich wie immer nur zweitrangig. Da wäre es schön, wenn ich eben von 116 auf unter 100 kommen würde, also minus 16. E-Books gehe ich dieses Jahr auch noch gar nicht an. Da habe ich jetzt, glaube ich, 97. Dann betreue ich ja auf lesegarten.de so private Superbow-Challenges mit. Und da werde ich dieses Mal auch bei den Monats-Challenges mehr wieder mitmachen. Das habe ich ja die letzten 2 Jahre eigentlich sehr schleifen lassen, beziehungsweise vor allen Dingen 2020 eigentlich gar nicht mitgemacht und habe mich 2020 nur auf die Jahreschallenge, die es dort gab, konzentriert. Dieses Jahr werde ich bei beidem mitmachen. Monatschallenges halt immer nur, wenn ich ja Lust und Kapazität habe. Manchmal hat man ja auch Lust, sich seine Sachen selber auszusuchen und nicht nach irgendeinem Motto oder so zu lesen, was einem jemand Drittes vorgibt. Das werde ich dann ganz flexibel handhalten. Was ich allerdings mache, ist, dass ich dieses Jahr die Jahreschallenge dort betreue. Leider kann man sich nicht mehr anmelden, aber die wird richtig cool. Also ja, wir machen so eine Art Mittelalter-Rollenspiel. Und zwar kann man beispielsweise durch das Erlesen von einer bestimmten Anzahl von Büchern definiert man seinen Charakter, mit dem man dann spielt, das restliche Jahr über. Bestimmte Sonderaufgaben, wie zum Beispiel Orange auf dem Cover, bedeuten im ersten Monat, dass man dann zum Beispiel einen Fuchs als Gefährten, als tierischen Gefährten haben kann. Solche Sachen halt, ne? Also so ein paar kleinere Aufgaben, ein paar größere Aufgaben und es wird eigentlich jeden Monat eine neue Leseaufgabe sozusagen geben. Und zum Schluss hat man dann ein Anwesen, also eine Burg, von der man kommt, einen Charakter mit einem tierischen Begleiter. Man hat Fähigkeiten entwickelt, die man auch noch hochleveln kann. Man hat irgendwie gegen Orks gekämpft im Team und so weiter. Also alle möglichen Sachen, die halt im Laufe des Jahres dann dazukommen, die ich jetzt hier auch nicht komplett alle verraten möchte, falls hier irgendwer aus dem Lesegarten zuhört, aber ich glaube, es wird richtig, richtig cool und freue mich auch schon sehr, sehr drauf. Zumal wir auch Templates erstellt haben, bei denen man quasi sammeln kann, was man erlesen hat. Also man kann sich dann hinterher den Charakter da draufkleben, das Tier da draufkleben, das Anwesen und so weiter und so fort und kann es sich echt hübsch machen. Da freue ich mich richtig doll drüber und da werde ich, wie gesagt, bei beiden mitmachen. Und dann geht es noch um die Leserunden. Anna ist Mama geworden, deswegen werden wir da, nächstes Jahr haben wir jetzt noch nichts grundsätzlich geplant, halte ich mir aber offen, könnte ja gut sein, dass es noch im zweiten Halbjahr vielleicht was wird. Ansonsten werde ich mit Lea von Lea Plans and Reads ein Buddy-Read machen zu der 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Die habe ich jetzt als Rezensionshörbücher, die ersten 3 zumindest, und sie hat sie, glaube ich, als haptische Bücher. Und dann werden wir sicher erstmal mit Band 1 starten und schauen, wie es uns gefällt und dann eben mit Band 2 und 3 gegebenenfalls nächstes Jahr weitermachen. Die Reihe hat ja momentan 6 Bände von 7 oder so. Also es wäre noch Potenzial weiterzulesen. Und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen, welche Neuerscheinungen aus 2021 ich sehnlichst erwarte und wo ich mich ja noch nicht unbedingt in die Liste für eingetragen habe, aber zumindest mir eine Liste gemacht habe, dass ich all diese Sachen bestellen möchte. Ich hoffe, ich bekomme sie dann auch. Und das Ganze folgt wie immer ganz grob dem Erscheinungsdatum. Böses Blut von Robert Galbraith aus dem Random House Audio Verlag. Das wird ein neuer Fall für Cormoran Strike. Ich habe die anderen ja auch mitbegleitet und fand die immer super. Und dementsprechend möchte ich hier sehr gerne wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen auch mit den beiden Ermittlern. Mein Glück in deinen Händen von Mary Simpsons ist auch ein Random House Audio Hörbuch. Ich weiß schon nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, es hat irgendwas mit Romantik zu tun oder halt mit einer Liebesgeschichte. Aber was genau, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber es hat mich sehr angesprochen. Glückskinder von Theresa Simon ist ebenfalls im Random House Audio Verlag erschienen. Oder wird bald erscheinen und da geht es um 2 Frauen, die auf dem Schwarzmarkt Sachen verkaufen und sich quasi im Nachkriegszeit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg durchschlagen müssen. Fand ich auch eine sehr, sehr coole und spannende Thematik. Lese ich, glaube ich, viel zu selten. Dann kommt ein Kinderbuchklassiker als Hörspiel raus und zwar Unten am Fluss von Richard Adams. Und das ist im SWR 2 entstanden und wird jetzt beim DAV Verlag rausgebracht, also ein Hörbuch. Beim nächsten Titel schwanke ich noch, ob ich es wirklich lesen möchte, weil ich nämlich die Ursprungsreihe, die ich eigentlich gerne von der Autorin lesen möchte, noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das Zitronensüß von Jenny Hahn. Das ist die Autorin von der To All the Boys I've Loved Before Reihe. Und wie gesagt, diese wollte ich eigentlich gerne lesen. Die soll echt gut sein. Auch so, ich habe gehört, dass gerade die Familie von der Protagonistin aus dieser To All the Boys I've Loved Before sich drumherum rankt, dass die halt auch total toll beschrieben ist. Zitronensüß weiß jetzt gar nicht genau, worum es geht. Das ist, glaube ich, schon eher so im Kinderbuch, früher Jugendbuchbereich angesiedelt. Vielleicht ein ganz guter Einstieg für mich in Jenny Hahns Werk.
möglicherweise. Also kann man vielleicht mit starten. Da bin ich mir aber, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, ob ich das machen werde. Das wird im Reihe Hansa Verlag von DTV erscheinen. Genau wie das nächste Buch, was hier auf der Liste ist, und zwar Die Asphalthelden von Jason Reynolds. Von Jason Reynolds habe ich ja auch recht viel gelesen und fand etliche Bücher sehr, sehr gut. Manche waren dabei, die ich jetzt ja, ganz okay fand irgendwie in letzter Zeit. Deswegen, aber das sind nochmal so, ich glaube sogar Geschichten oder also Kurzgeschichten oder halt episodenartig zumindest erzählt von diversen Leuten aus dem Viertel, bin ich der Meinung. Also Asphalthelden im Sinne von die Leute, die in der Hood wohnen und was deren Geschichten sind. Das fand ich auch ein ganz spannendes Thema und ist bestimmt ganz cool aufgemacht. Ebenfalls bei DTV wird erscheinen Broken Things, alles nur kein Spiel von Lauren Oliver. Das ist die, die auch Panic, wer Angst hat, ist raus, zum Beispiel kam. Das habe ich auch noch als Hörbuch auf dem Sub, aber noch nicht gelesen. Oder auch dieses, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen die Leute. Weiß gar nicht, nee, ich glaube, das ist, glaube ich, kein Teil des Titels. Aber ja, von der ist das. Die soll ja sehr gut schreiben und das hörte sich irgendwie ganz spannend an. Kann also gerne mit dabei sein. Dann finde ich auch ganz spannend, ich habe, normalerweise lese ich ja super gerne Fantasy und auch, naja, Science Fiction so ein bisschen weniger gerne, aber auf jeden Fall Fantasy mag ich eigentlich super gerne. Und da war jetzt noch gar nicht großartig was mit dabei. Und jetzt habe ich einen tollen Titel entdeckt, den ich richtig cool von der Beschreibung her fand. Und zwar Die Clans von Tokito oder Tokito, Lotus und Tiger von Caroline Brinkmann. Und das sieht so richtig nach Fantasy aus, aber ich glaube so ein bisschen schon mit realistischem Bezug oder anders gesagt, schon so, wie man sich das vielleicht in Japan oder so vorstellen würde. Und dann aber eben mit fantastischem Zusatzbeiwerk. Und da geht es eben um Clans, die auf den Straßen dieser Stadt Tokito um die Vorherrschaft buhlen und um eine junge Frau, die halt ihren Platz so ein bisschen finden möchte und auch ein bisschen Karriere dort machen möchte. Und das, finde ich, hört sich total spannend an und sieht einfach super cool aus. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das lesen lassen wird. Um meinen Horizont auch noch ein bisschen zu erweitern, möchte ich gerne das folgende Buch lesen. Das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa. Nicht gerade einfach zu sprechen, aber da geht es um eine, also es ist eher ein schmaler Roman, aber ein bisschen, ich dachte mal, literarisch hochwertiger. Ist, glaube ich, irgendwie auch ein Exportschlager aus Japan. Und da geht es um eine Katze, die irgendwie einer Frau regelmäßig auf dem Heimweg folgt oder irgendwie sowas. Und das hörte sich irgendwie schön an. Also ich bin noch völlig offen, wie sich das entwickeln wird, aber es ist halt ein sehr realistischer und soll ein schöner Roman einfach sein. Dann würde ich sehr gerne mehr von Jay Kristoff und Amy Kaufman sowieso auch lesen, und zwar Aurora erwacht von den beiden. Das ist ja eine neue Reihe und die soll sehr, sehr gut sein. Ist auch Fantasy und habe ich schon viel Gutes im Englischsprachigen von gehört. Und da ich ja sowieso auch Illuminae und so total toll fand, ist das auch gleich auf meiner Liste gelandet. Weil ich von Letizia Colombani ja auch eins der Highlights dieses Jahr hatte, möchte ich auch ihr Nachfolgebuch Das Haus der Frauen gerne lesen. Da weiß ich auch nicht wahnsinnig viel drüber und lasse mich einfach überraschen. Bisschen Spannung muss auch her und da habe ich mir Der Countdown-Killer von Amy Suter Clark aus dem Argon Verlag rausgesucht. Und da geht es um einen Killer, der halt in irgendeiner Form mit einem Countdown arbeitet und dass man ihn finden muss, bevor dieser Countdown um ist, sonst bringt er die nächste um. Also es hörte sich wieder sehr, sehr spannend an. Die Autorin kenne ich nicht, aber wird schon schön sein. Und ich sehe auch gerade, dass es mehrere Sprecher sein werden. Also finde ich gut. Von Frederik Bachmann habe ich ja auch ein Buch gelesen, was ich super toll fand dieses Jahr. Und ich habe schon viel Positives von der Beartown-Reihe gehört von ihm. Und dort wird das zweite Buch als Taschenbuch, glaube ich, diesmal rauskommen. Also es ist grundsätzlich schon erschienen, aber jetzt kommt eben das Taschenbuch nochmal neu raus. Und zwar Wir gegen euch. Und das ist der zweite Band aus der Reihe. Deswegen, meine Schwester hat den ersten Band definitiv noch da. Den werde ich mir dann zuvor noch besorgen und durchlesen. Und dann kann ich den zweiten Band auch lesen, wenn es mir denn gut gefallen hat. Wenn nicht, lasse ich es natürlich. Dann wird der dritte Band von Vanitas erscheinen. Rot wie Feuer wird er heißen, von Ursula Poznanski. Da ich die vorderen beiden Bände auch schon gelesen habe, möchte ich ganz gerne wissen, wie es weitergeht. Das ist ein Hörbuch aus dem Argon Verlag. Ein weiterer cooler Thriller, hoffe ich, ist Das Gerücht von Leslie Kara aus dem DAV Verlag, von Britta Steffenhagen gelesen. Und da geht es um eine Frau, die in ein kleines Dorf zieht mit ihrem Sohn, glaube ich. Und dann kommt irgendwann das Gerücht in Umlauf, dass sie, ob sie irgendein Kind getötet oder misshandelt hätte, irgendwie sowas, dass sie da in Verbindung mitsteht. Und dann fangen alle an, sie zu
meiden quasi. Ja, mal gucken, wie das wird, aber finde ich echt ganz cool, so auch dieses Thema mit dem Kleinstadt und Gerüchte und wie dann vielleicht auch so ein Ruf geschädigt werden kann, was das mit den Leuten macht, das finde ich eigentlich ganz spannend, einfach zu lesen. Das nächste Buch ist auch wieder eins, da bin ich noch am Schwanken, ob ich es wirklich bestelle. Das ist Der Geist in der British Library von Ben Aronovich. Zum einen hatte ich, glaube, also es sind mehrere Kurzgeschichten vorweg, es ist jetzt nicht nur diese Geschichte, die den Titel gibt, sondern noch ein paar andere. Und ich bin der Meinung, ich habe Der Geist in der British Library, habe ich schon mal auf Englisch gehört. Das war irgendwie so ein Audible-Gratis-Angebot. Fand ich ehrlich gesagt richtig schlecht in dem Jahr, in dem ich es gelesen habe. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her und auch andere Kurzgeschichten. Also ich weiß noch nicht, ob es mich wirklich interessiert. Ja, überlege ich mir noch mal kurz vorher. Ist natürlich ganz nett, aber ich glaube, unbedingt brauchen tut man es auch nicht unbedingt. Dann finde ich auch ganz spannend, so ein bisschen so eine Familiengeschichte mit verborgenen Geheimnissen und mit Geschwistern, die sich nur so mittelmäßig abkönnen, und zwar Der größte Spaß, den wir je hatten, von Claire Lombardo. Das kommt nächstes Jahr, glaube ich, auch als Taschenbuch raus im DTV-Verlag und das möchte ich mir dann gerne bestellen. Das habe ich schon länger im Visier, aber habe es jetzt bisher noch nicht bestellt. Auch auf meiner Liste ist Searching Lucy von Christina Stein. Da geht es um eine vermisste Person und um die Schwester oder Zwillingsschwester, die intensiv auf der Suche nach ihr ist und sich dadurch selber in Gefahr bringt. Ein weiteres kurzes, aber sehr spannendes Hörbuch, was ich im Auge schon habe, ist von Judith Herrmann Daheim aus dem Hörverlag. Da geht es um eine Frau, die quasi ihrer Wurzeln beraubt wird oder sich selber ihrer Wurzeln beraubt und woanders hinzieht und so ein bisschen philosophisch um die Frage, was ist zu Hause, was ist fremd, wie kommt man damit klar oder ist es total egal, wo man ist, solange man in sich selber ruht und so. Das hört sich, finde ich, sehr, sehr cool an und wie gesagt, auch mal ein bisschen was Ernsthafteres und vielleicht ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone auch. Dann wollte ich auch mal ein paar so eher Jugendbücher lesen, und zwar einmal Unpregnant, der Trip unseres Lebens von Jenny Hendrix und Ted Kaplan. Da geht es um eine junge Frau, die ungewollt schwanger ist und zur Abtreibungsklinik gebracht werden muss und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das ihre Feindin ist, die da das mitkriegt aus Versehen. Auf jeden Fall irgendeine Person, mit der sie sich eigentlich überhaupt nicht versteht. Und die kriegt das irgendwie mit und will sie dann dahin fahren. Und aus diesem Roadtrip entsteht dann eine große Freundschaft. Also das finde ich auch ganz spannend, hört sich gut an, finde ich, und würde ich gerne lesen. Das kommt im Fischer Verlag raus. Das nächste Buch, was ich mir gerne bestellen würde, ist Wie du mich siehst von Tahereh Mafi. Die hat auch schon etliche Fantasy-Sachen geschrieben oder Sci-Fi ist das, glaube ich, eher. Ich habe auch mal den ersten Band ihrer einen Reihe gelesen, fand den aber ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Das war Ich fürchte mich nicht von ihr. Und das ist, wie gesagt, eher so Sci-Fi. Das war so ein bisschen wie X-Men, so ein X-Men-Verschnitt, sage ich jetzt mal. Da ging es irgendwie darum, dass bestimmte Menschen bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Und irgendwie, was weiß ich, die eine berührt Leute und dann geht es denen ganz schlecht oder irgendwie so. Also ja, und das war aber dann auch wieder direkt mit einer Dreiecksbeziehung und zwar völlig unplausibel. Also das fand ich damals nicht so gut. Das hier ist allerdings ein Buch, wo es so ein bisschen, oder wo sie mehr ihre eigenen persönlichen Erfahrungen einfließen lässt zumindest. Das wird sicherlich nicht eins zu eins ihre Geschichte sein, aber noch ein bisschen mehr darüber geschrieben, was sie eben im Alltag an Rassismus erlebt. Und da geht es um eine junge Frau, die nach dem 11. September mit Kopftuch in die Schule geht, was sie auch schon vor dem 11. September getan hat, aber die halt total die Anfeindungen deswegen bekommt und so weiter. Also auf einmal sich ihrer Religion schämen muss, in Anführungsstrichen, beziehungsweise angefeindet wird im Amerika der Terroristen-Ära sozusagen. Und was das mit ihr macht. Und sie lernt auch einen Jungen kennen, der sehr verständnisvoll ist und ich glaube, in den verliebt sie sich dann auch und weiß aber nicht so genau, es ist super unsicher, allein aufgrund ihres Aussehens etc. und dem Rassismus, dem sie eigentlich täglich begegnet, ist sie halt dann auch ein bisschen unsicher oder down. Ja, und das finde ich einfach ein sozialkritisches Thema, aber auf Jugendart quasi aufgemacht, das erwarte ich mir davon und das finde ich einfach spannend zu lesen. Ein weiteres Buch ist wieder auf der Liste gelandet, was eigentlich schon 2020 hätte erscheinen sollen, aber ich glaube wegen Corona nach hinten verschoben wurde. Und zwar ist das Resilienz von Dr. Miriam Pries. Der Untertitel lautet, so entwickeln Sie Widerstandskraft und innere Stärke, aus dem Goldmann Verlag. Und das hatte ich letztes Jahr schon im Blick. Das werde ich mir vermutlich als Hörbuch holen. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon grundsätzlich verankert ist, aber da geht es, wie gesagt, um Widerstandskraft, darum, dass man eben sagt, nicht alles, was einem widerfährt im Leben, muss eine Auswirkung haben. Also wie stärkt man sich, dass Dinge auch manchmal vielleicht an einem abprallen. So. Natürlich nichts, wo man daraus lernen kann, aber dass bestimmte Sachen, die einfach nichts bringen, wenn man sich die zu Herzen nimmt, dass man da
ein bisschen widerstandsfähiger ist und sagt, nee, komm, ist mir jetzt auch egal. Und das finde ich einfach aus einer persönlichen Perspektive sehr, sehr spannend. Dann habe ich aus einer Vorschau einen ziemlich coolen Titel gesehen, und zwar Das Glück wartet nur bis um vier von Kate O'Shaughnessy. Da geht es um ein junges Mädchen, was so eine Art ja, Geräuschgedächtnis hat. Also sie kann sich sehr gut Geräusche merken. Unter anderem eben das warme Lachen ihres Vaters, den sie scheinbar noch nie getroffen hat. Und eines Tages hört sie genau dieses Lachen im Radio und glaubt, ihren Vater dort zu hören, der eine eigene Musiksendung hat. Und dort wird ein Song Contest dann angekündigt und er ist eben Teil der Jury. Und deswegen meldet sie sich dann zu diesem Song Contest an und fährt da irgendwie hin und muss sich auch diverse Hilfe von Erwachsenen dafür holen und so weiter und so fort. Und das hört sich einfach total schön an. Ein Klassiker der Sci-Fi-Riege ist der Fall Jane Eyre von Jasper Ford. Von Jasper Ford habe ich schon mal was gehört. Es war auch ein Hörbuch. Irgendwas mit Farben oder so hatte das, glaube ich, im Titel. Das ist schon ewig her. Aber das fand ich damals gut geschrieben. Und das ist hier tatsächlich so das bekannteste Buch von ihm. Heißt Thursday Next auf Englisch. Und da geht es um eine Welt, in der es möglich ist, in Bücher abzutauchen. Dann gibt es irgendwie sozusagen so eine Art Polizistenbande, eben Bücherpolizisten sozusagen. Und da gehört die Protagonistin hier irgendwie mit dazu. Und die merkt dann irgendwie, dass in Jane Eyres Buch irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und dann, also irgendwie sowas. Das ist so eine Art Mischung aus Kriminalfall und Buchspringerei. Und ich glaube, irgendwas mit Zeitsprung ist auch noch mit dabei. Also es soll sehr, sehr gut sein, super gut geschrieben. Da gibt es auch noch ein paar Nachfolgebände. Und das würde ich auch sehr, sehr gerne mal endlich lesen. Recht frisch erschienen ist ja auch Das unsichtbare Leben der Addie LaRue von V.E. Schwab. Von V.E. Schwab oder auch Victoria Schwab habe ich bisher noch nichts gelesen. Aber ich habe sehr, sehr viele Sachen schon auch auf dem Sub und habe auch super viele Empfehlungen bekommen, dass die einfach toll schreibt, dass die gute Fantasy macht. Für Junge, für Erwachsene, für alles eigentlich. Und kann eigentlich gar nicht abwarten, 2021 dann auch mal was von ihr zu lesen. Und dieses Das unsichtbare Leben der Addie LaRue, da geht es um eine junge Frau, die einen Pakt mit einem Teufel geschlossen hat. Und das bedeutet, dass sie zwar ewig leben kann, dass sich aber keiner mehr an sie erinnert. Und dann lebt sie halt schon ein paar Jahrhunderte und wie gesagt, wird halt wahrgenommen, aber halt nur so am Rande und dann direkt wieder vergessen. Und ich glaube, dann trifft sie einen Mann, der sich doch an sie erinnert oder irgendwie sowas. Hört sich auch sehr, sehr gut an. Hat ja vielleicht auch so ein bisschen Auswirkungen drauf, wie man sein Leben leben möchte, ob es wirklich das wert ist, dass man ewig lebt, aber man hat keinen Eindruck, den man in der Welt hinterlässt, statt andersrum vielleicht. Und was auch bestimmt richtig niedlich ist, ist An Nachteule von Sternhai von Holly Goldberg Sloan und Meg Wolitzer. Das hört sich erstmal total bescheuert an, aber das ist ein Briefroman. Und da geht es um zwei Kinder, deren Väter, glaube ich, zusammengekommen sind. Und die sich erst gar nicht richtig, nee, oder andersrum? Ich glaube, die mögen sich erst nicht und fangen dann an, sich gegen, nee, oder die wollen ihre Väter verkuppeln und schreiben sich dann deswegen gegenseitig Briefe, haben aber Decknamen. Die eine heißt Nachteule, die andere heißt Sternhai. Oder wie ist denn das? Irgendwie die sind oder werden Freundinnen dadurch, dass eben sie ihre Väter verkuppeln wollen. Irgendwie sowas. Oder andersrum, die Väter sind schon zusammen und sie werden dann erst durch die Briefe Freundinnen. Irgendwie so in die Richtung. Hörte sich aber auf jeden Fall super cool an. Und gegen, ja, Briefromane habe ich auch immer nichts. Dann auch ein Kinderbuch eher, und zwar Glück und Selig von Dagmar Bach. Das ist der letzte Teil, denke ich mal, aus der Glück und Reihe. Und ja, ich finde die immer super. Also da geht es um Lina, die ist eine, oder sie denkt, sie kann Wünsche erfüllen, sagen wir es mal so. Und das bringt aber oftmals auch Komplikationen mit sich. Gleichzeitig verknallt sie sich irgendwann in ihren Stiefbruder. Und ja, das sorgt auch nochmal für ganz, ganz viel Chaos. Also ich sag mal, Kinder bis erstes Jugendbuch. In die Sparte gehört das ungefähr. Dann habe ich dieses Jahr einen neuen YouTube-Kanal entdeckt, und zwar Book Friends Forever. Und gucke den sehr, sehr gerne. Und dort war von einem Buch die Rede, was ich auch total spannend fand. Und zwar ist es eher so ein bisschen in Richtung hochwertig literarisch und beziehungsmäßig. Und das heißt, Hör mir zu, auch wenn ich schweige, von Abby Greaves. Und da geht es um einen Mann, der komplett aufhört zu sprechen. Und um seine Frau und die Beziehung und warum er aufgehört hat zu sprechen. Es soll sehr ergreifend sein und ich habe sehr Lust, das zu lesen. Und als allerletztes, ich habe es ja schon ganz kurz erwähnt gehabt, der neueste Todesband von Andreas Gruber wird erscheinen, und zwar Todesschmerz heißt der. Der wird im Hörverlag erscheinen und von Achim Buch gelesen werden und ich freue mich schon sehr drauf. Gleich gibt es noch die Versprecher des Jahres. Vorher aber noch ganz kurz die Info, wenn euch diese Episode gefallen haben sollte. Es gibt davon noch eine ganze Latte an Vorjahresrückblicken, und zwar von 2013 bis einschließlich 2019. Also ihr könnt euch gerne nochmal durch meine
vorherigen Jahresrückblicke durchhören. Die sind ja immer auch sehr beliebt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auf meiner Webseite vorbeischaut, bücherreich.net, und dort vielleicht auch mal ein bisschen kommentiert, was eure Tops oder Flops waren oder ob ihr euch ein bestimmtes Lesevorhaben für 2021 gesetzt habt, wie euer Lesejahr 2020 so lief, ob ihr eher mehr davon gelesen habt oder eher weniger gelesen habt, dass Covid war, oder ja, wie euer Lesejahr so verlaufen ist. Da würde ich mich sehr freuen, und jetzt kommen die ganzen Blooper. Viel Spaß, bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meine kleine Schwester Milena bei mir. Du sagst gar nicht Hallo. Hallo. Na super, ich wüsste nicht, ob ich dazwischen reden darf. Nee, alles gut. Ich mache nochmal von vorne. Mein Name ist Dilana und ich habe heute einen Booktag for you. Was ist denn mit mir? Ich hoffe ja für seine Fans, dass er nicht bei jedem sozusagen so viele Parallelen drin hat, weil die Überschneidungen werden dann irgendwann wahnsinnig groß. Das ist mir bei John Irving dann auch irgendwann auf den Strich gegangen. Nein. Die beiden Folgebände würde ich auch sehr gerne lesen oder hören. So Bauchbau. Aber vielleicht dann eher als Hörbücher über Audible, da fällt es dann nicht so ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, aber ja, also das fand ich richtig schräg. Ich fand das auch ein bisschen unnötig. Unnötig. Nochmal. Ich sag mal so, in Hamburg. Was? Ein Buch, das du erst letztens dein. Ein Buch, das du erst letztens deinem Sub zugeführt hast. Das ist eine super schwierig zu lesende Frage. Außerdem spielen die Ministerin für Gesundheit und Glück namens Galina und ihre heimliche Geliebte und Mitarbeiter Eva Marie eine Rolle. Es hätte noch kommen sollen, das neue Rätsel-Exemplar Resilienz so entwickeln. Eigentlich hätte diesen Monat noch was kommen sollen, was aber dank Corona, gehe ich mal von aus, auf April 2021 verschoben wurde. Richtig heftig, finde ich. Und zwar heißt das Buch Resilienz, so entwickeln Sie Widerstandskraft und innere Stärke von Miriam Preil. Mann, das gibt's doch gar nicht. Wie schwer kann denn ein Titel sein? Und die beiden haben aber irgendwie noch Gefühle füreinander. Und so nimmt halt die Tragödie ihren Lauf, weil ich ja eigentlich schon seit 2 Jahren mal plane, den Oktober so ein bisschen zum Gruselmonat oder ja, wo ich so gruselige Bücher. Jahreschallengefeld habe ich es verwendet für Lies ein Buch eines Autoren, der ein Tier im Vorordern. Oh, was ist das? Wie habe ich denn gesprochen? Willkommen zu meinem Lesemonat November mit vielen Büchern. Es hat ewig gedauert, bis denen klar war, dass es sich um Parallelwelten handelt und es damit eben auch je Version und es damit somit auch jeweils zwei Personen zwei oh Mann und es damit jeweils auch zwei Versionen der entsprechenden Personen gibt. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.